Über diese Neuanschaffung freut sich das Staatliche Museum Schwerin ganz besonders. Fliegen lernen im Hinterhof malte der ostdeutsche Künstler Bernhard Heisig im Jahr 1996. Er arbeitete damit noch einmal die Enge der DDR und die Sehnsucht zu entkommen auf. Flüchtendes Paar, düsterer Wohnblock, mysteriöse Beobachter. All das im typischen expressionistisch-modernen Stil. Heisig, der 2011 verstarb, gilt als bedeutender Vertreter der Leipziger Schule, war Rektor der dortigen Kunsthochschule und immer wieder auch scharfer Kritiker der DDR-Regierung. Das Bild vom absurden Fluchtversuch konnte durch die Unterstützung der Ernst-von-Siemens-Stiftung angeschafft werden. Etwa 600 Gemälde umfasst die DDR-Kunstsammlung des Staatlichen Museums bereits. Aber diese Ergänzung sei dringend notwendig gewesen. Das war deshalb so wichtig, weil wir hatten bislang kein Gemälde von Bernhard Heisig. Wir haben 7 Grafiken von ihm im Bestand. Aber Bernhard Heisig ist einer der ganz relevanten Repräsentanten der Kunst aus der DDR. Und darum war es unser Wunsch, gerade von ihm noch ein wirklich museales, großes Stück in der Sammlung zu haben. Und das ist uns mit diesem Ankauf gelungen. Und es ist sehr schön und sehr wichtig, dass es auch ein Werk ist, das seine Sicht retrospektiv, es ist ja Beginn der 90er Jahre gemalt worden, auf die DDR, auf die politischen Zustände, auf seine Zustände dort reflektierend darstellt. In eine ständige Ausstellung von Kunstwerken aus dem 20. Jahrhundert, aus Ost und West, wird sich Fliegenlernen im Hinterhof einfügen. In dem Raum, in dem noch in diesem Jahr der Durchgang zum neuen Museumsanbau fertiggestellt wird.